Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir bauen für die Leute hier mal den Aufzug. Können mal renovieren. Haben gleich zwischendurch nicht mehr so viel Geld. Aber es ist ja nicht schlimm, weil wir können erstmal mal Geld sparen. Was wenn nicht schlimm wäre. Und vielleicht... nö, machen wir nicht. Die brauchen keinen Müll oder so. Nee, das ist gut, die brauchen kein Müll. Sind nur sehr teuer. Mit 1125 und alle drei machen das. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal vier von denen hier. Das, ja. Was ich auch hätte machen können, ist halt hier ist alles abreißen. Und dann hier diese Sachen bauen. Das ist so eine Art Brücke. Aber nö. Ich muss auch mal gucken, wenn zum Beispiel das Ding, das ich auch bauen will noch, kostet mich zwar ein bisschen immer, aber wenn ich hier zum Beispiel ganz außen eine Leitung baue und die dann hinsetze, zumindest da, okay, die werde ich auf jeden Fall überall bauen, dann gehen die Gebäude nicht so schnell kaputt und die Leute haben weniger zu tun. So, die Restaurants renovieren. Ist mir relativ wichtig. Und wir haben Tamtam für die Werbebotschaften. Das heißt, wir kommen nächsten Tag wieder richtig Geld. Weil ja die ganzen Elektro und so halbiert werden. Das heißt, anstatt 1000 zahlen wir, oder 4000 zahlen wir nur 2000. Was halt allein das schon, diese Kosten, die ich da spare, können die anderen ja schon wieder aufverbrauchen, theoretisch. Aber mal gucken. Wir haben Telefon. Genügend und Strom haben genügend. Wasser brauche ich ja definitiv jetzt gerade gar nicht. Aber wir müssen ja halt noch die Restaurants oder die Gourmet-Restaurants und die Lebensmittelläden bauen. Die Frage ist, wie viel Gourmet-Restaurant... Ja, muss ich aufpassen, die mögen ja das nicht. Okay, wir haben jetzt 9000. Das heißt, wir bauen als erstes aus. Egal was ist. So, zwei Etagen. Weil dadurch kriegen wir dann wieder Geld. Und das ist sehr gut dann. Ich ziehe auch direkt die Leitungen. Und da, wo die Leitungen liegen, weiß man jetzt schon, was ich da baue. Weil die halt wirklich am meisten Geld bringen. Von daher ist das keine Überraschung. So, dann... Könnte sogar direkt der zweite Aufzug auch gebaut werden. Hey, baut einen Aufzug. So, und los. Bin mal gespannt, wie schnell sie bauen. Und ich gehe davon aus, dass das dann knapp mit dem ganzen Strom und so hängen wird. Aber nicht so wild. Wir nähern uns zumindest jetzt mal dem nächsten Punkt an der Tagesordnung. Also den großen Ziel. Wow. Leute, arbeitet langsamer. Ich komme nicht hinterher. 1000. 1000. Jetzt halt hier nur 800. Ne, 1000. Vor allem, ich muss jetzt suchen. So. Sieht doch ganz gut aus. So schnell kann man ausbauen. Sehr wahrscheinlich hätte ich schon längst etwas reparieren können. Aber die ziehen ja wieso mir das ganze Geld direkt raus. Wenn sie dann... Habe ich darauf gedrückt, dass sie direkt renovieren sollen. Bin mir gar nicht sicher. So, dann suchen wir mal. Ich gehe ja mal nach unten, um zu gucken, wie viel Strom ich noch habe. Strom habe ich noch genügend und Telefon auch noch. Das reicht noch. Das ist ja super. So, dann machen wir hier auch noch. Und lassen hier in 10 Stunden ein paar Leute einziehen. Aber das sieht schon mal gut aus. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Wir könnten aber mal, wenn die es nicht automatisch machen, ihr könnt es automatisch eigentlich machen, aber wir machen das da. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir 4000, die wir noch extra bekommen, dadurch, dass wir jetzt die Büros einziehen lassen haben. Kreativ, die würde ich gerne auch einziehen lassen.
Aber die kann ich nicht einziehen lassen, halt, weil ich unten noch was ausgeben müsste für die, und da habe ich keine Lust drauf. Dann kommen hier wirklich nur die Finanzleute rein und dann ist das nicht so schlimm. Okay, 405. Renovieren wir dich mal. Dich auch. Das heißt, wir könnten theoretisch noch einen einziehen lassen. Nö, gar keinen mehr. Okay, ja, wir haben zumindest mal so viel. Die großen Rennen. Ja, der Preis ist wieder sehr stark nach unten gegangen. Das ist gut. Und am Ende des Tages machen wir 6.000 Gewinn. So haben wir es auch gerne. Können locker renovieren und direkt weiter ausbauen. Zack. So. Wir gucken mal, wie es aussieht mit dem Strom und Telefon. Ja, okay, sind noch nicht fertig mit dem Gebauen, aber es sieht zurzeit sehr gut aus. Wir haben immer noch 3.000. Das ist normalerweise. Können wir den zurückzahlen? Perfekt. Okay, wir versuchen mal jetzt keinen Kredit zu holen. Weil so viel Gewinn, wie wir jetzt machen mit 6.000, wird das hier locker reichen. So, wir gucken mal. Strommäßig. Oh, perfekt eigentlich. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir direkt die nächste Etage. Mal mit beiden Aufzügen. Den beiden Leitungen. Hier kommen jetzt in der Etage mal die kleinen Büros wieder rein. Halt, weil ich ja noch die Anwaltsleute hier reinballern muss. Was ja eigentlich nicht schlimm ist, aber ich brauche sie halt. Aber naja. Danach kann es weitergehen. Ich muss doch gerade gucken, oder ich bin mal gespannt, was halt die brauchen. Von denen hier. Da brauche ich 13 Sterne. Wie viele Sterne? Boah, also ich muss doch ein bisschen Kunst muss ich investieren, damit ich halt die Sterne bekomme. Aber von den Büroleuten an sich mit 200, 180 haben wir das schon geschafft. 250 brauche ich. 100.000 Gewinn. Das ist schon. Ich mache aber 27.000. Tjo, ist halt so. Oh, wir haben wieder 1.500. Okay, das ist. Automatisiert ist es ja alles. Von daher nicht so schlimm. So, wir können hier schon mal. Das passt nicht ganz mehr, habe ich gerade gemerkt. Das ist dumm. Das ist auch dumm. Ihr könnt. An sich passt das die Kleine nur wirklich hier in die Ecke. Die passen dahin. Das heißt, hier kommen halt zwei große Büros weiterhin rein. Da hatte ich das Ganze doch. Jetzt war jetzt die Leitung ein bisschen zu weit gelegt, aber so kann ich immer hier. Wie viel brauche ich eigentlich für Büros? Zwei. Ich brauche zwei Anwälte noch. Aber ich muss ja gucken, weil ich will ja noch ein Lager bauen hier unten rein. Was wir auch jetzt machen. Ich baue hier erstmal ein Lager rein. Und das wollte ich auch mal gucken noch. Wir setzen das mal hier rein. Wenn das gebaut ist, haben wir mal. Oh, da fehlt Wasser. Aber, nee, ich wollte ja gucken, wie groß ist das? Zwei. Okay, ich kann es. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich wollte. Aber wir könnten mal was anderes probieren. Und zwar mit dem Geld, was wir jetzt haben, tun wir erstmal hier die Wasserleitung legen. Apropos Wasser, da brauchen wir dann den dritten. Da würde ich mal sagen, bauen wir hier komplett mal. Jetzt bauen wir es doch mal die ganze Seite. So, ziehen wir hoch. So, und auf der anderen Seite ziehen wir natürlich auch hoch. Haben wir keinen Pickel mehr an der Seite hier. Aber wir können zumindest jetzt diese Wasserleitung, die wir hier hinten in der Ecke haben. Deswegen haben wir ja extra Pause gedrückt. Kommt jetzt hier hinten in die Ecke. Die kann ich eigentlich hinbauen. Ah, okay, das funktioniert da. Dann bleibt die Wasserleitung da und hier geht es weiter hoch. Hä? So, habe ich das angeklickt aus Versehen. So.
Hopp, zack, 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 hoch, hoch, hoch. Wieso schnell Wasser gelegt? Ah ja, damals wie die Arztpraxisen. Okay, hätte jetzt nicht legen müssen, weil hier halt liegt, aber liegt halt doppelt, ist jetzt egal. Da haben wir so eine Rundleitung. Ist auch nicht so schlimm, aber ich muss ja wieso die ganzen. Zumindest hier das mal machen. Also muss ich die ganzen Gasleitungen dann auch mal neu legen dann. So, legen wir so komplett durch. Okay, das heißt, ich. Ach, ich muss die ja wieso durchlegen jetzt. Okay, wir können wieder auf Start drücken. Das wird ein bisschen dauern. So. Hier können wir es auf die Seite. Das passt nicht. Das passt nicht bei denen hier. Merke ich gerade. Ja. Das heißt, die Büros müssten eigentlich ein Stück nach vorne. Sehr gut. Die brauche ich, die werden also nicht gereinigt, die werden immer kaputt gehen. Und ja. Das heißt dann, wenn ich hier in der nächsten Etage damit anfange, dann passt das. Auch nicht. Weil die großen Büros sind gerade ein kleines Problem. Ja. Ist halt so. Da wird hier das Gebäude halt kleiner. Ist ja nicht so wild. So. Ist halt so. Ach ja, wir können ja die Leitung bauen. Telefonleitung. Okay. Ja, die muss ich auch alle abreißen jetzt. Und aufpassen, dass ich jetzt nicht die Wand mit abreiße. Und dann kann ich das mal Wasser. Jetzt läuft's wieder. Ja, ich muss nämlich genau hier jetzt aufpassen. Gut, dass ich genau das jetzt habe. Die drei müssen sogar noch da bleiben jetzt, ne? Merke ich gerade. So, das kommt weg. Da unten ist ja auch egal. Obwohl eigentlich auch nicht. Wenn ich das jetzt abreiße, haben die ja unten kein Wasser mehr, so viel ich weiß. Doch, haben sie. Okay. Dann kann ich erstmal weiterlaufen lassen. Ich tue auf jeden Fall aber für diese Etagen hier. Das wird so bleiben, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Gas. Ich habe das Gas gar nicht dran gedacht. So. Jetzt haben wir auch alle wieder Gas. Und wenn ich irgendwann hochgehen muss, brauche ich auch nochmal Gas. Also von daher sind zwar jetzt nicht weit gekommen, glaube ich. Aber Renovierungskosten beziehen sich auf 2000. Da oben habe ich keinen einziehen lassen. Halt, weil jetzt schon der Strom und so schon mega eng ist. Ja, dürften wir direkt mit dem Geld, was wir haben, ein bisschen Strom bauen. Okay, dann Pause. Wir bauen Strom und Telefon. Direkt das mittlere am besten. Oder Telefon. Wir renovieren noch. Dann können wir euch einziehen lassen. Mal. So, zack. Zack. Und hier die Anwälte noch, die restlichen, die ich einziehen lassen muss. Und wir haben kein Geld mehr. Sehr schön. Aber das Gebäude hat mittlerweile eine schöne Form zumindest behalten. Oder ihre schöne Form behalten. Ey, wenn das jetzt nicht hier so kaputt gehen würde, könnte ich ja so ein Büro einpacken. Mache ich auch, das wäre. Weil oben ist ja auch nicht so schlimm, dass da. Na, das wird nicht reichen. Also oben ist ja auch so, dass die ganz großen auch kaputt gehen. Relativ schnell sogar. Halt das jetzt noch nicht. So meine Etage dann nicht kaputt geht. Hier muss ich. Das sind ja drei Etagen.
Hier ist der Müll. Die Etage muss allerdings auch so bleiben. Aber das kommt weg. Das kommt weg. Das heißt, genau da kann ich dann die Kästen hinbauen. Das wird zwar jetzt nicht günstig, die da hinzubauen. Kostet mich auch ein bisschen was pro Tag. Aber wenn mich das im Großen und Ganzen ein bisschen Geld spart bei der Reparatur, könnte ich mal kurz einen neuen Kredit aufholen. Wollte ich zwar nicht, aber mache ich jetzt. Halt, weil ich dann die Sachen bauen kann. So, das dahin. Bloß muss ich jetzt immer wieder anklicken. Ja, muss ich. Und die brauchen Strom. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie Strom brauchen. Das heißt, ich muss Strom jetzt komplett durchziehen. Bei. Entschuldigung. Bei jeder Etage muss ich Strom durchziehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, lass mir Zeit weiterlaufen in der Zeit. Wenn ich hier Strom durchziehe. So, zack, zack. So, wir können auch in der Zeit mal hier oben noch die Leute einziehen lassen. Brauchen die auch Gas? Nö. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal die ganzen. Die brauchen. Hä? Du brauchst Wasser? Wieso brauchst du da Wasser? Da geht eine Wasserleitung durch. Oh, nee. Sorry, hier. Wasser. Wir müssen mal gucken. Wir können renovieren. Weiterlaufen lassen. Ich vergesse mal. Och, nee, ne? Ich kann maximal 3 Stück davon bauen. Ich muss mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss noch 8 Stück, 9. Ich muss 9 Stück bauen. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 davon bauen. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und die kosten mich 500 pro Tag. Naja. Nicht so schlimm. Wenn das was bringt, ist es mir eigentlich egal. Ich muss nur gucken, wo ich den baue. Ich habe vor allem ein Lager gebaut, was ich bisher noch gar nicht brauche. Wir machen 7000 pro Tag. Und wie es aber weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.